Hallo nochmal alle zusammen. Jetzt begrüße ich euch alle offiziell. Danke, dass ihr Geduld hattet, beziehungsweise also diejenigen, die gesagt haben, dass wir starten sollen, dass sie Geduld halten, bis das ganze Spiel vorbei war. Wir wollten halt das machen, was die Mehrheit entschieden hat. Dementsprechend haben wir dann das Spiel zu Ende geguckt. Ich hoffe, dass ihr es zumindest ein bisschen gucken konntet und sehen konntet. Das war, fand ich sehr spannend. Aber jetzt zu unserem Thema. Wir danken euch, dass ihr heute beim erstmal letzten Coach Clinic in dem alten Format. Wir werden euch am Ende nochmal sagen, wie es weitergeht. Das ist die 14. Coach Clinic, die wir jetzt seit 14 Wochen gestartet haben. Auch für uns eine schöne Zeit gewesen und heute danke Alan Ibrahim Agic für diejenigen, die ihn nicht kennen, Nationaltrainer, Jugendnationaltrainer, hat die letzten 2 Jahre Platz 3 mit der U20 gewonnen und heute wird er das sehr interessante Thema Transition mit uns durchgehen. Ist auch ein Thema, glaube ich, was jetzt gerade auch in dem Bebell-Turnier sehr, sehr wichtig ist und interessant zu sehen ist, wer Transition viel spielt und wie sie das machen. Danke, Alan, dass du dich zum zweiten Mal bereitgestellt hast, uns hier Impulse zu geben und würde das hier weiterleiten. Okay, vielen Dank und ja, danke an alle, die jetzt noch dran geblieben sind nach dem sehr langen und aufregenden Spiel. Ja, mein Thema, Raswan hat schon gesagt, Transition. Ich habe so eine Kombination aus einem Vortrag meines Kollegen von der U16, Fabian Vielmeter, und ein paar eigenen Sachen vorbereitet und ja, ich hoffe, dass es interessant wird und jederzeit Fragen. Also das hat man letztes Mal schon zwischendurch. Es spielt keine Rolle, wie es jemand passt, wenn etwas ist, dann sofort dazwischen. Ich habe jetzt die Chance gehabt. Kannst du mich freigeben für Freigabe? Ja, Bitte? du müsstest es können, oder? Ja, jetzt ist gut. Muss ich noch den richtigen finden. So, ich habe jetzt gerade während des Spiels festgestellt, weil ich ein paar Zahlen verglichen habe, dass ich vielleicht der falsche Mann bin für die Fortbildung, weil unsere Quoten, was Transition angeht, im europäischen Vergleich oder meine persönlichen eher schlechter waren als zum Beispiel das Halbfeldspiel oder Halbfeldoffense. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es extrem wichtig ist. Also was ihr jetzt seht, hoffentlich sieht man das, ist eine Liste von der letztjährigen Europameisterschaft, die wir, wie Rasmus schon sagte, als Dritter beendet haben. Beim Thema Transition, also die Teams sind aufgelistet nach dem PPP, das sieht man unten, das ist Points per Possession, also Punkte pro Angriff. 1,2, das heißt, pro Angriff erzielt Spanien als die beste Transition-Mannschaft 1,2 Punkte und wir sind Vorletzter mit 0,85. Wir sagen also, wir arbeiten mit diesem Wert allgemein auch, was unsere Offense oder auch Defense betrifft. Und man sagt, oder wir sagen, alles, was über ein Punkt ist, da sind wir zufrieden mit als Offense, beziehungsweise als Defense, denn umgekehrt alles unter einem Punkt. Und jetzt, wenn wir von der Offense sprechen, von der Transition Offense, sieht man, dass wir schon relativ weit davon entfernt sind, von der 1. Noch interessant vielleicht in dieser Zeile, Prozent der Zeit, also das ist, wie viel Prozent der Angriffe Transition sind. Da sieht man, dass wir so im Mittelfeld sind, vielleicht oberes Mittelfeld, mit 17% aller Angriffe, die wir per Transition abgeschlossen haben, während Israel, eine kleine, und sehr schnelle Mannschaft, 23% ihre Angriffe in Transition abgeschlossen haben. Muss ich die richtige? Nee, das ist nicht die richtige. Also ja, genau. Das wäre aber jetzt Halbfeld, also alles außer Transition. Da sind wir auf einmal auf Platz 3. Und selbst in diesen Points per Possession sind wir besser gewesen
im Halbfeld, da sind alles Einwürfe, Baseline-Seite, also alles, was nicht Transition ist, als in Transition, was eher ungewöhnlich ist. Normalerweise sind die Mannschaften ja schon deutlich besser, was die Effektivität angeht, aus Transition. Das Gleiche gilt auch, dann gehe ich auch schnell weg von den Zahlen, vom Albert-Schweitzer-Turnier, da sind wir Achter gewesen, was Transition angeht. Und das ist zum Beispiel eine Mannschaft, von der ich so subjektiv und vom Gefühl, da waren wir eher zufrieden. Also man sieht auch mit 0,95 Punkte, ist schon deutlich besser als Team 20 letztes Jahr. Waren wir sehr zufrieden, wie wir eigentlich gelaufen sind. Und ein ziemlich hoher Wert, weil das ist eine Mannschaft, mit der wir auch sehr viel Wert gelegt haben auf Transition. Also fast ein Viertel unserer Angriffe war für Transition abgeschlossen. Auch mit dieser Mannschaft waren wir im Halbfeld besser. Also da waren wir sogar die beste Mannschaft des Turniers. Da haben wir allerdings weniger Punkte erzielt als in Transition. Aber wie gesagt, das ist auch normal, dass Transition-Effizienz besser ist. So, wenn man sich diese Zahlen so ein bisschen anguckt, dann kann ich ja auch zum eigentlichen Anfang meines Vortrags kommen und der einfachen Frage, die man sich vorher stellen muss, forciere ich, also alle werden es mal laufen, aber will ich wirklich eine Transition-Mannschaft sein, eine Mannschaft, die immer rennt, die immer das Tempo hochhält oder nicht? Und wieder klingt erstmal einfach, ja, jeder sagt, ja, ich will schnell, aber es steckt schon deutlich mehr dahinter an Überlegungen, weil das heißt für mich, dass ich mit deutlich mehr, ich will nicht sagen Kontrollverlust, aber mit deutlich weniger Kontrolle leben muss, als es mir vielleicht lieb ist, dass ich mit deutlich mehr Ballverlusten leben muss, als mir lieb ist und dass ich mit deutlich mehr schlechten Würfen leben muss, als mir lieb ist, als wenn ich halt kontrollierten Halbfeld-Basketball spiele, so jetzt idealtypisch. Von daher, das ist halt nicht sofort zu bejahen, die Frage. Allerdings ist das, finde ich, im heutigen Basketball, vor allem in der Jugend und je jünger, desto wichtiger und unerlässlich, dass man erstmal die Gewohnheit entwickelt, schnell zu spielen, um dann, wenn wir denn in unsere Bereiche U20 oder vielleicht später auch Herren kommen, das effizienter zu laufen, als wir es bis jetzt tun. Also für uns war es immer extrem wichtig, dass diesen Bereich, und wir haben sehr viel trainiert, ich würde sagen, in meinen 7 Jahren beim DBB, bei den Nationalmannschaften, bin ich persönlich auch deutlich besser geworden, was das angeht. Also Anfang war sehr frustrierend, die ersten Jahre, wo wir es wirklich forciert haben, sehr viel Trainingszeit, die ohnehin knapp bemessen ist, auf Transition, Fast Break Verhalten verwendet haben, aber sehr wenig davon denn mitgenommen haben. Und das ist trotzdem meine Überzeugung, wie gesagt, dass es für junge Spieler dazugehört, wenn sie auf ein höheres Level gehen wollen, dass sie das spielen müssen, dass sie lernen müssen, dass sie darin besser werden müssen. Umso mehr, Rasman hat ja gerade das Turnier jetzt in München gesagt, aber solche Turniere ist ja, das ist ja unser Alltag. Also wir spielen noch mehr als die Profis. Wir spielen 7 Spiele in 9 Tagen. Das heißt, wir wissen schon vorher, dass Transition vermutlich nicht eine Europameisterschaft entscheiden wird, weil 7 Spiele in 9 Tagen, egal wie gut man vorbereitet ist, wird man nicht rennen können und durchhalten können, das mit guter Effizienz und gut zu laufen. Von daher, wie gesagt, das ist uns durchaus bewusst und wir arbeiten auch im Halbfeld, aber trotzdem, um jetzt auch zum dritten Mal zu sagen, es ist uns extrem wichtig, diesen Bereich nach vorne zu pushen, diesen Bereich immer wieder zu forcieren und da hoffentlich, wie gesagt, besser zu werden. Also das ist die erste Frage. Wie gesagt, ich habe eine Kombination aus mir und Fabian Filmeter, also die Folien sind von ihm, von der U16 des vergangenen Jahres, aber unsere Ideen, unsere Fragen, die wir uns stellen, sind oder ähneln sich dort sehr viel. Also wir wollen sehr früh oder so früh wie möglich in der Shotclock einen Vorteil generieren und dann versuchen natürlich diesen auch zu nutzen. Das bedeutet, dass wir durch Transition-Situationen nach vorne kommen müssen und wollen, Überzahl zu forcieren am besten. Aber auch der zweite Punkt, sehr wichtig, vor allem auf hohem Niveau, dass auch 1-1 bzw. Gleichzahl-Situationen durchaus gewollt und gut sind,
für uns als Offense. Also, dass man Überzahl in Transition erzielt, ist zwar kommt vor, aber je besser die Gegner, desto schwieriger wird es. Und dann wollen wir das Spiel trotzdem aber schnell machen und forcieren 1-1 oder 3-3 in Transition, ebenfalls auch wenn es eine Gleichzahlsituation ist. Dann Pick and Rolls, da werden wir am Ende des Vortrags dazu kommen, also in Transition wäre sogenannte Drag Screens, wo man halt im Bereich ganz kurz. Entschuldigung, ich habe ein paar Störtöne, musste ich hier entfernen. Dass wir in Transition mit Drag Screens arbeiten und versuchen daraus einen Vorteil zu generieren. Nochmal, das ist halt Fabian, aber ich kann das mehr oder weniger alles unterschreiben. Die Fragen, die man sich vorher gestellt hat, ja, wenig Zeit, das heißt, man will einfach spielen und nicht zu viele taktische Feinheiten reinbringen, um den Blick aufs Wesentliche zu fokussieren. Wir wollen den Spielern schon Möglichkeiten lassen, sich zu verwirklichen, ihre Qualitäten einzubringen und auch Fehler zu machen, wie schon am Anfang gesagt, wenn Transition, wenn schnell, dann werden auch mehr Fehler entstehen. Und wir wollen halt durch dieses Forcieren des schnellen Spiels im Training, in Spielsituationen, den Spielern auch helfen, die Situation zu lesen, zu nutzen, mit Video-Nacharbeitung, mit Gesprächen, mit Situationen nachstellen, die wir in Spielen oder in Trainingseinheiten vorher erlebt haben. Und unten Zitat von Andrea Trinchieri, mit dem Fabian in Bamberg zusammenarbeiten durfte, warum sozusagen er so vorgegangen ist oder wir so vorgehen, wie wir es tun, dass wir nicht zu viele Informationen, sondern versuchen uns auf wenigere, aber wesentlichere Sachen zu konzentrieren. So, jetzt wird es ein bisschen oder ist es ein bisschen länger. Also ein Bild, wie wir eigentlich aussehen wollen, wie wir spielen wollen. Egal wie, also wir wollen Überzahl oder auch Gleichstell attackieren, wenn wir aber das nicht können, dass wir versuchen, aus dem Transition, aus dem Fast Break in so eine Grundaufstellung zu kommen, wo alle Spieler Möglichkeiten haben zu attackieren. Also dass jeder Platz hat, um eine 1-1-Aktion zu setzen. Und ein Ziel, an dem wir die letzten Jahre arbeiten, ist, dass wir es schaffen, aus dieser Transition in, also hier ist das Flow Offense, man kann, es gibt ja viele Namen, also auf jeden Fall in eine Halbfeld Offense zu kommen, in eine Halbfeld-Situation zu kommen, ohne einen klaren Bruch. Also, dass der Ball stockt, dass der Point Guard ihn nimmt, dass alle irgendwie auf ihre Position gehen, sodass wir versuchen, aus dem wilden, nenne ich mal, Fast Break, trotzdem in eine einigermaßen organisierte Situation und ein paar Schemen zu haben, die wir immer wieder finden und aus denen wir dann weiterspielen. Das ist dann auch der Inhalt des letzten Punktes. Von der Idee Transition, hoher Outlet Pass, also gibt es gleich eine Grafik, am besten verlängerte Freiwurflinie oder noch höher. Das ist schwierig, finde ich. Also das ist aus dem oder nach dem Korb des Gegners sogar einfacher als nach dem Rebound. Aber das ist etwas, woran wir versuchen zu arbeiten und wo wir schon Fortschritte merken. Allerdings, da ist noch viel Platz nach oben. Wenn wir zum Beispiel wieder von Turnier in München reden oder von der BBL, Alba ist extrem gut darin, dass sie weite Outlets bekommen und dadurch schon mit dem ersten Pass sehr viel Druck auf die Defense des Gegners ausüben können. Wenn dieser Pass nicht möglich ist, ist Spieler der Position 1 bis 4 idealtypisch, gerne auch 5, wenn er dazu in der Lage ist, beziehungsweise sollen sie das lernen. Ich finde, wiederum, Jüngere sollten das alle üben. Das ist natürlich für eine Europameisterschaft ist man ein bisschen weniger risikoaffin. Deswegen ist hier 1 bis 4. Und dann schnelles Umschalten, Besetzen der Außenspuren, Rimrun, das ist der erste große. Und ich werde bei der Grafik gleich was dazu sagen. Der zweite große, meistens der Rebounder, der Einwerfer ist erstmal hinter dem Ball. Und dann daraus wollen wir eine Aufstellung gehen, wo wir 4 Spieler außen und einen am Brett haben. Gut, das ist ungefähr so eine Grafik von Fabian, die sehr farbenfroh ist. Muss man gucken, ob man da alles so ein bisschen durchblickt. Also wichtig halt der Outlet-Bereich.
hier in Rot, also oberhalb der Freiwurflinie. Und dann sind es halt die Außenspuren in Gelb, Rimrunner und dann Ballspur oder Trailerspur sind ja auch, können auch, also je nachdem, wo der Outless Pass kommt, sind die, können die links oder rechts sein. Für mich wäre noch wichtig oder war noch wichtig, dass wir auch Situationen, ich hatte schon gesagt, gleichzeitig ist auch erwünscht, wenn dieser Mann 4-5, also der Rimrunner, hinter dem Ball bleibt, dass wir versuchen, mit den anderen drei eine 3-3-Situation erstmal zu attackieren. Weil ich finde, wenn wir halt auf dem ganzen Feld Möglichkeit haben, 3-3 zu spielen, ist es ein extremer Vorteil für die Offense, weil sehr viel Platz ist und die Lücken und die Driving Lengths werden sogar größer. Parallel dazu ist die Defense in einer schnellen Bewegung rückwärts und finde ich denn verwundbarer, als wenn das im Halbfeld passiert. So, das nochmal dann weitergehen. Wie gesagt, wenn nach innen nichts geht, dann wollen wir von außen attackieren. Das ist die linke Grafik. Und die rechte Grafik ist, wenn wir keinen Pass nach vorne schnell finden können, dann, dass wir den Ball schnell halten, dass wir versuchen, von außen zu attackieren. So. Bevor, also jetzt habe ich eigentlich nur noch Beispiele und versucht, so ein bisschen aufzubauen, wie wir das gemacht haben oder worauf wir Wert gelegt haben. Bevor ich starte, ob jetzt noch Fragen sind, gerne. Ansonsten mache ich weiter. Wer hat die Fragen übernommen? Rasman, Markus? Also ich hätte eine Frage. Ich habe es nicht akustisch verstanden, vielleicht hast du es gesagt. Wieso stand, dass ihr lieber auf der linken Seite den Outlet? Vielleicht bin das, okay, das habe ich dann überlesen. Jetzt gerade, als ich es vorbereitet habe, habe ich es gelesen. Das ist, also das war auch wieder eine U16-Sache. Mir persönlich ist es A gleich, also ich will schnell. B wäre es mit meiner Mannschaft vom letzten Sommer andersrum sogar besser gewesen, weil wir viele Spieler hatten, die links stark waren. Also die Idee von Fabian, warum er auf die linke Seite diesen Ball haben wollte, ist, dass sie Drag Screens, also erstens, dass sie attackieren würden zur Mitte mit der starken Hand, dann, dass sie einen möglichen Drag Screen mit der rechten Hand spielen und dann ein Continuum, was ich nachher auch zeige, wo es zum Handoff erstmal kommt und dann anschließend Pick and Roll auch wieder mit der starken Hand. Also das war die Idee eigentlich, um Vorteile oder beziehungsweise die Spieler in solche Situationen zu bringen, die sie mehr mögen. Wie gesagt, mir ist es eigentlich egal, solange es schnell ist. Und ich kann es bei so einer Europameisterschaft verstehen, wenn man versucht, wirklich zu optimieren. Grundsätzlich bin ich ein bisschen davon abgekommen, dass ich versuche, zu viel so vorzugeben und auf die starke Hand, sondern die sollen halt auch gucken, vor allem wiederum, je jünger, desto mehr, dass sie mit beiden, also egal, so wie es kommt, da müssen sie halt spielen. Und dass ich nicht versuche, zu viel wegzunehmen, zu viel zu vereinfachen. Nur damit man sich dem wohler fühlt. Aber das war ja die Idee der U16, weil wie gesagt, die sowohl das Weiterspielen als auch die Transition an sich auf die starke Hand gespielt wurde. Ich hätte noch eine Frage und dann Markus schaut, ob es noch weitere Fragen gibt. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte setzt euch. Vielleicht kommt das auch noch gleich. Einwurf 4-5, beziehungsweise wer soll Einwurf machen? Habt ihr eine konkrete Regel oder sagt ihr der am nächsten dran ist? Habt ihr eine Regel, wie zum Beispiel Alba sagt, weg vom Korb mit zwei Füßen raus? Gibt es da was beim Inbound? Ich frage, weil ich finde, der Inbound ist unfassbar wichtig. Und ja, das also wir wollen, also 4-5 ist egal, der nächste, der am Ball dran ist, wie gesagt, Hauptsache wieder schnell. Da wollen wir ein bisschen die Kommunikation fördern, vielleicht, dass man auch während des, wenn der Ball reingeht, sozusagen kommuniziert, wer wie denn sich zu bewegen hat. Wir hatten eher denn oder haben gelegentlich hier wieder auch von der Mannschaft abhängig, denn Sachen, die wir draus laufen, je nachdem, ob 4 oder 5
Einwurf gemacht hat. Also wenn man nicht sofort attackieren kann und in der Offense dann übergeht, dann ist abhängig davon, ob es 4 oder 5 war, der Einwurf gemacht hat, laufen halt andere Sachen. Aber von der Idee ist das egal. Schnell und der Nächste am Ball. Und die zweite Frage ist ja, also raus aus dem Brettschatten und schnell auf die Seite ist auch das, was wir wollen. Danke. Markus, gibt es Fragen? Nee, bis jetzt sind keine zusätzlichen Fragen da. Okay. Gut, also dann mache ich weiter. Ich hoffe, dass das Video gut ist. Ich weiß nicht, ob ich diesen Fragen gemacht habe. Ich glaube schon. Also wenn es nicht gut ist, dann bitte. Nee, doch nicht, habe ich nicht. Aber jetzt habe ich. Ja, wenn es nicht gut ist, dann schreien. Also manche Sachen sind zweimal, nicht alle allerdings. Der erste Punkt finde ich fast auch der wichtigste. Erstmal, dass man die Spieler dazu bekommt, die Mentalität zu entwickeln, wirklich immer rennen zu wollen. Also ich hatte schon gesagt, die Albert-Schweizer Mannschaft vom 2018, das ist, glaube ich, auch das Video von einem Spiel, war, was das angeht, extrem gut. Und da hat man ja auch an dem Wert gesehen, dass wir fast ein Viertel unserer Angriffe Transition gelaufen sind. Und davor, wie gesagt, hatte ich vorhin gesagt, dass am Anfang sehr schwierig war, jedenfalls mein Vermitteln von Transition, so dass ich ziemlich stolz auf uns und auf mich war, was das halbe Schweizer Team angeht, dass, wie gesagt, die Mentalität entwickeln, wir wollen sofort attackieren. Und das ist egal. Hier steht, jeder Stil soll mit Punkten belohnt werden. Aber es geht auch nach dem Rebound oder selbst nach kassierten Korb kann man und soll man oder wollten wir sofort zurückschlagen. Weil ich finde, das schon sehr frustrierend ist für eine Mannschaft, die scored und so ein bisschen im guten Gefühl zurückläuft. Und wenn sie 3 Sekunden später oder 4 Sekunden später den Ball aus dem eigenen Netz holen, musst du wieder angreifen. Finde ich auch so psychologisch ziemlich schwer oder schlecht für die entsprechende Mannschaft und für die eigene Mannschaft ganz gut, dass man nicht den Kopf hängen lässt und einfach sofort umschaltet auf die nächste Possession. Das ist ja auch ein Ausdruck, den wir sehr häufig in jeder Situation nutzen, dass es immer nur um den nächsten Ballbesitz geht und alles, was hinter uns war oder hin ist, dass wir auch hinter uns lassen müssen. Also das ist, wie gesagt, der Anfang. Ohne das funktioniert gar nichts, dass man guckt, wir haben Stil und wir attackieren. Wir gehen Überzahl, Gleichzahl, alles, was wir haben, nutzen wir. Und dann entstehen natürlich auch gute Aktionen, attraktive Aktionen, die wiederum gutes Gefühl geben und entsprechend Motivation weiterzulaufen. Also das ist so der erste Punkt, die Leute dazu zu bringen, das zu machen. Wir haben das im Training simuliert, indem wir einfach eine Zeit vorgegeben haben, in der wir den Ball über die Mittellinie haben wollen oder Übung gemacht haben, indem wir Zeit vorgegeben haben, wie lange der Angriff dauern soll aus dem Transition, sodass man halt gezwungen war, auch schlechte Würfe und auch schlechte Aktionen zu machen, aber trotzdem einfach nur umzuschalten. So, der zweite Punkt, wenn man diese Mentalität hat und das spielen will, ist halt tatsächlich, müssen alle sprinten und vor allem der Anfang ist ja entscheidend. Ja, wenn der Ball hochgeht, sei es, wenn wir Rebound haben, sei es, die haben einen Korb gemacht, sei es, wir haben einen Steal, dass die ersten 3 Schritte, ja, ein Wettrennen, ich habe es jetzt auf Deutsch übersetzt, aber Englisch ist ja noch ein bisschen plakativer. Das ist so auch etwas, was wir halt immer sagen und das, was in diesem Video, finde ich, extrem gut zu sehen ist. Es geht irgendwie live, sieht es immer besser aus als auf Video. Aber ich finde trotzdem, dass wenn man, glaube, die kommen nochmal, wenn man guckt, ja, dass alle, also hier vorne, Korb unten, also sieht jetzt nicht vielleicht super aus, aber sind schon, sieht aus wie ein Sprint von allen Spielern auf dem Feld. Und wenn man diese auch wieder Mentalität hat, dann hat man ja auch mehrere Chancen, in solche Situationen zu kommen und dann wird man ja auch automatisch besser und mehr Möglichkeiten haben zu scoren. Ja, und dass man den Druck nicht nachlässt und versucht einfache Punkte. Also sieht man 19 Sekunden auf der Shot Clock, das heißt 5 Sekunden später nach dem Rebound waren wir schon vorne, beziehungsweise haben schon einen Korb gemacht
und das ist extrem gut oder extrem schlecht, psychologisch, je nachdem, auf welcher Seite von der Aktion man sich befindet. So, jetzt kommen wir ein bisschen zum, also das sind die Grundlagen, ohne die es nicht geht. Ja, dass Leute rennen wollen, sprinten, dass die ganze Mannschaft sprintet. Und jetzt sind da die Fragen, wie spielen wir das? Und wir wollen versuchen, dass wir entweder nach dem Outlet oder eigentlich vor dem Outlet als Spieler, der Outlet bekommt, den Blick nach vorne haben und schauen, ob jemand gute Position hat, um den Ball zu passen. Oder auch als Rebounder uns schon ein bisschen in die Richtung drehen, nach vorne, also ins Feld und nicht zu viel Zeit mit Ball schützen und Ball sichern verwenden oder nicht zu viel Zeit darauf verwenden, sondern versuchen schnell sofort zu attackieren. Auch das ist etwas riskanter als einfach nur Rebound zu sichern und dann Halbfeld zu spielen, aber wenn man halt das Transition-Spiel forcieren will, dann muss man auch dieses Risiko eingehen. Da habe ich ein paar Szenen. Ja, hier Bennett Hund extrem gut zu sehen, dass er schon während der Ball zu ihm fliegt, Blick nach vorne hat und den vor ihm laufenden Spieler sieht und wir daraus eine 2 gegen 1 Situation haben und einfache Punkte daraus. Ja, gleiche Situation. Ja, Nelson Weidemann hat zwar ein Dribbling genommen, aber trotzdem sieht man den Blick nach vorne. Ja, und passt sofort. Das heißt, jetzt ein Korb, sag ich, da wieder verpasst, wie viele Sekunden auf der Shotclock waren, also 19 auch wieder, also 5 Sekunden, ohne ein bis, wenn man das unnötige Dribbling auf der Stelle rausnimmt, ohne ein Dribbling das Spielfeld überbrückt und einfache Punkte erzielt. Ja, das ist nochmal. Alan, bevor du zur nächsten Szene gehst, wir haben eine Frage vom Sören. Ich will den gerade freischalten, eine Sekunde. Ja. Sören, hörst du uns? Hallo, hört ihr mich? Ja. Ich habe eine Frage zum zweiten Video. Da sieht man ja, dass alle deutschen Spieler schön nach vorne gehen, alle 5, aber 2 vom Gegner zurückbleiben. Ist da nicht die Gefahr für einen schnellen Gegenkonter vom Gegner gegeben? Oder gibt es da irgendwie eine Safety-Regel bei euch? Gibt eine Safety-Regel. Natürlich wieder bringt alles zur... oder führt alles zu der ersten Frage und der grundsätzlichen Entscheidung, Transition oder nicht. Und das ist natürlich die Gefahr, wenn man sagt, hey, wir wollen rennen, wir wollen schnell attackieren, dass sehr häufig alle nach vorne rennen und denn man offen ist. Und das sind die Situationen, in denen man mich zum Glück nicht sieht, aber wo ich halt den letzten anschreie, soll immer... stehen bleiben und zurück, oder nicht zurückrennen, aber stehen bleiben und ein bisschen hinterherlaufen, weil wenn alle 5 vorne sind, ist ja auch ein bisschen vom Platz, wird es enger. Und also wir haben die Safety natürlich im Blick und wie gesagt, wir Trainer sind dann auch in diesen Situationen nicht so euphorisch und rennen mit, beziehungsweise begleiten das mit, sondern wir sind darauf bedacht, das von der Bank dann zu versuchen, Leute zu bremsen. Was allerdings auch nicht immer erfolgreich ist, wie gesagt, wenn man das irgendwie mühsam eingepflanzt hat, hey, wir wollen rennen, dann ist es natürlich schwierig, das mal, also jedes Mal auch abschalten zu können. Okay. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet, Sören. Ja, leider dieselbe Thematik, die ich auch mit meinen Spielern habe, das Problem, dass ich reinrufen muss, aber Dankeschön. Ja, aber in der Situation natürlich ist man nicht so glücklich. Trotzdem will man ja und investiert man wirklich viel, um ihn dazu zu bringen, zu rennen. Muss man auch mal glücklich sein, dass es denn funktioniert, auch wenn sie manchmal über die Stränge schlagen. Aber gut, grundsätzlich, der sogenannte zweite Trailer, also je nachdem, welcher von den Bigs, ist ja ein bisschen dahinter. Und der Guard ist meistens auch da. Also das wären die vor allem halt der Point Guard, der eher ein bisschen dahinter ist und dann hoffentlich auch den Überblick hat, die werden die am ehesten hinten bleiben, beziehungsweise wenn sie halt einen Korb attackieren, dann kommunizieren wir, dass da andere dabei sind, also die zuletzt kommen. Okay, dieses Video hatten wir von Weidemann. Wie gesagt, Blick nach vorne und langer Pass, ohne Überzahlsituation.
zu bekommen. Ja, hier auch jetzt mit dem Dribbling, also kein Outlet-Pass, Kai Brunke, ich habe jetzt nicht vorbereitet, dass hauptsächlich bayerische Spieler dabei sind, aber wir hatten ja ziemlich viele auch die letzten Jahre. Ja, man sieht da auch Kai, wie er nach dem Rebound sofort einen Blick nach vorne hat. Ja, den Ball nach vorne pusht, aber auch mit den Augen schon guckt und sieht, wo die Leute sind. Dazu haben wir noch Außenspuren mit und dementsprechend wieder einfache Körbe. Hier wieder, okay, das wäre die Frage natürlich an die australische Mannschaft, ähnlich wie bei Transition, auch beim Offensive Rebound, weil alle unterhalb der Freiwurflinie sind, was die extrem offen hinten macht. Trotzdem sehr schnell umgeschaltet hier von Jason George, aber ich finde vor allem die Reaktion des Rebounds ist extrem gut, wovon ich gesprochen habe, dass er schon bei der Landung nach vorne schaut und diesen Pass spielt. Wofür auch wirklich ein Kompliment verdient, weil das ist halt okay, der direkt Punkte macht, super und schnell reagiert, gut nach vorne, okay, aber ohne diesen Pass und ohne den Überblick des Rebounders wäre das eine Möglichkeit, die man vergeben hätte. So, noch einmal die Grafiken von vorhin. Ja, jetzt geht es, wenn ich mich nicht täusche, wird es eher um den Rimrun gehen und so ein bisschen die nächste Stufe. Also das erste war ja Überzahl, schnelles Umschalten, schnell nach vorne kommen und versuchen eine Überzahl. Da sage ich mal, das sind ja die einfachsten Situationen und da kann man viele, viele einfache Punkte bekommen, wenn man dieses Gespür hat, wenn man die Mentalität hat und wenn man es schafft, als Rebounder oder beziehungsweise als Outlet-Spieler den Blick nach vorne und schnell zu reagieren und den Ball zu passen. Also, hoher Outlet hatte ich vorhin schon gesagt. Oberhalb der Freiwurflinie, da sind ein paar Szenen, die wir ganz gut hinbekommen haben. Man muss auch zu Verteidigung der Australier sagen, dass sie, glaube ich, das Finalspiel, extrem dezimiert waren, irgendwann zu 8 oder so am Ende und auch müde von den Spielen davor. Deswegen wollten wir noch ein bisschen mehr rennen als sonst. Deswegen sehen die auch ganz schlecht aus häufig und wir gut. Aber trotzdem für die Zwecke des Videos, diese hohe Outlet und wieder der Blick vom Point Guard, ja, in dem Falle Jonas Matyšek nach vorne und die Außenspuren. Die Außenspuren sehr gut gespielt und wieder eine Überzahlsituation. Das gleiche, hoher Outlet, hatte ich schon gesagt, ist einfacher nach kassierten Korb, weil da oder vor allem nach Freiwürfen, weil da kann man sich schon vorher ein bisschen orientieren. Beim Rebound ein bisschen schwieriger, also für mich jedenfalls noch haben wir es noch nicht so gut gemacht, wie wir es gerne hätten. Da ist der Guard noch sehr häufig von der Grundlinie angezogen. Dadurch verschenkt man, wie man hier sehen kann, sehr viele Meter. Ja, wenn man stattdessen hier irgendwo den Ball bekommt, sind 3-4 Meter, die man schon im Start verschenkt hat, die man sich da holen kann, bevor der Ball überhaupt im Spiel ist. Aber in der Situation wieder sehr gut zu sehen. Jetzt kommen die beiden Situationen nochmal als ein bisschen langsamer und mit Text. Also der Einwerfer hatten wir, das war die Frage von Razvan, sofort nach dem Freiwurf des Gegners den Ball zur Seite, ein bisschen seitlich vom Brett. Der Guard bietet sich weit außen an und wir haben schon, wie gesagt, nicht gut verteidigt von Australien, aber wir haben schon zwei Spieler, die nach vorne sprinten und Außenspuren besetzt. Ja, Matyšek schon wieder mit Blick nach vorne. Vielleicht hätte er sogar jetzt passen können, aber schafft es mit seinem Dribbling auch noch an seinem Gegner vorbeizukommen und so eine 3-gegen-1-Situation zu kreieren und daraus Punkte zu machen. Hier das Gleiche, man sieht oder sah gerade hier einen Spieler Außenspur rennen, der andere ist schon unterwegs. Kai Brunke bietet sich zum Ball an, wieder weiter Outlet, sofort Blick nach vorne.
und wieder 2 gegen 2 hinten und wir attackieren das und versuchen zu scoren. Ja, weitere Motto, ist gerade schnell weggegangen leider, kam ja auch schon zur Sprache, passen vor Dribbeln, also immer wenn wir den Ball mit Pass nach vorne bringen können, dann wollen wir das tun. Allerdings ist die Alternative dann pushen und nicht das Spiel langsam machen. Also wenn kein Pass möglich ist, dann wollen wir schon, dass jeder den Ball auch schneller macht. Also hier haben wir, glaube ich, sogar mit Philipp Hergenhoff auf der 5 gespielt. Das ist in meinen Augen einer der besten Open Court Spieler, die ich coachen durfte. Und das ist ja auch für ihn, wenn er einen Pass nicht los wird, dass er versucht, den Ball schnell zu machen und aus dem Dribbling zu arbeiten. Aber hier findet er ihn. Zwar kein hoher Outlet und vielleicht auch kein super Pass, aber danach wird ziemlich schnell umgeschaltet, ziemlich schnell nach vorne bewegt. Und wir schaffen es wieder in 5 Sekunden mit einem Dribbling zum Korbefolg zu kommen. Also zweite und dritte Pass sehr gut von Matisek am Ende und wir haben halt diese Situation, die ich schon angesprochen hatte, die wir nutzen wollen, 1-1 im Vorfeld. Okay, das kommt jetzt, was ich vorhin schon angekündigt hatte, also Rim Run, der zweite große, der nicht jetzt zum Rebound geht, ist jetzt an der Dreierlinie mit Kopf unten, schön auf dem Weg nach vorne, der sich absetzt und versucht, direkt unter den Korb zu gehen, sich anzubieten. Wenn der Pass da reingeht, wollen wir den Ball auch reinbekommen. Ansonsten, wenn jetzt ein Drive von außen gesetzt wird, dann spielt er mit und versucht, einen Durchstecker zu bekommen. Auch hier wieder Matisek mit dem Blick nach vorne. Ja, guckt, sieht, dass der Rimrunner weiter rennt, dass die Verteidigung nicht achtet und mit einem guten Pass direkt unter den Korb. Also das ist Rimrun. Versuchen, den Inside-Spieler zu finden, wenn er gut rennt. Also das ist vielleicht auch, das hatte ich auch mir vorgenommen zu sagen, für das gesamte Team oder für das gesamte Verhalten sind die Bigs extrem wichtig. Also wenn die großen Spieler rennen und wirklich durch ihre Rimruns oder was auch immer deren Aufgabe, also unser Plan war jetzt ein Rimrun, aber egal, was für eine Aufgabe ich ihm gebe, aber wenn die großen Spieler das verstehen, wie viel Gutes sie tun, der Mannschaft, aber auch sich, dann hat man schon für die ganze Mannschaft sehr viel gewonnen. Ja, weil wenn die Großen sich die Mühe geben und da rennen, da müssen sie ab und zu auch belohnt werden, Ball reinbekommen, um zu scoren, um dann auch später Lücken zu reißen für andere, dann zieht es auch die anderen mit. Ja, das, wenn Big das macht. Also auch da, ich habe eine Klinik auch von Alba gesehen, das war, glaube ich, vorletztes Jahr mit dem Dennis Clifford, der extrem gut war, was das angeht und aus meiner Sicht auch die Mannschaft eine Stufe höher dadurch gehoben hat. Nur dadurch, dass er gerannt ist, ein Wahnsinniger, immer vorne war, immer anspielbar war, immer die Defense beschäftigt hat und die ganze Mannschaft dadurch besser und schneller war, aus meiner Sicht. Alan, es gibt eine Frage zum Rimrun. Ich würde Martin stellen. Martin? Hört ihr mich? Ja. Ja. Okay, also der Pass auf den Rimrunner, den du im letzten Video gezeigt hast, das sah für mich schon ziemlich riskant und gewagt aus. Wie übt man sowas? Ja gut, also ich habe ja natürlich auch den Luxus, mit den Spielern, mit guten Spielern zu arbeiten. Also das war ja noch vor der Alba-Zeit, wo diese, weil die beiden Jungs waren sogar von Alba mit Matisek und Brennecke, aber bevor sie bei den Herren waren, war das trotzdem, jetzt weiß ich, dass die zum Beispiel, das ja auch sehr häufig spielen, wirklich üben diese Pässe. Also alle Pässe, die sie spielen, üben sie auch. Ich finde, das sah ja riskant aus. Also ein bisschen muss man schon passen. Allerdings hat er ja gesehen, dass die Verteidiger eher nach vorne, also nicht zum Ball geguckt haben, sondern nach vorne rannten und den Blick nicht zum Ball hatten. Dadurch hat er seinen Mitspieler Vorteil, weil er hat den Ball gesehen, während die anderen ihn nicht gesehen haben. Von daher
glaube ich, dass das eher gut gesehen war vorher, bevor er sich entschieden hat zu passen. Allerdings in der Tat vor allem dieser Pass durch die Mitte oder von oben über den Kopf des Bigs ist ein riskanter Pass. Ja, muss man halt auch trainieren. Aber das passt zu dem wieder Anfangssatz, da kommen auch Ballverluste zustande. Ich habe ja natürlich nur gute Szenen ausgewählt. Die anderen wäre aber auch leichter gewesen zu finden, kann ich genau sagen. Also von daher, wir haben auch, hatte ich ja auch die Werte, also wir waren jetzt nicht super gut, aber wir haben schon ein paar Sachen auch ganz gut hinbekommen. Das war die Frage. Sieht so aus? Ne, alles gut. Das war die Frage, meinte ich. Ach so, das war ich. Ich sagte, du. Ja, das war schwieriger. Wir haben halt versucht schon, also das üben wir. Natürlich ist es einfacher, von der Seite reinzupassen. Aber wenn der Vorsprung oder Vorteil des Offenspielers so groß ist, dann wollen wir auch diesen Pass spielen. Auch auf die Gefahr hin, dass halt ein Ball weggeht und verloren geht. So, die auch schon eine angesprochene Sache. Und die muss man sich ja auch klar sein, dass Transition in meisten Fällen trotzdem nicht zu einer Überzahlsituation führte, sondern dass auch Gleichzahlsituation auch gut ist, beziehungsweise, also hängt ja von der Mannschaft ab, aber von der Idee, wenn ich Transition spiele und diese Situation oder diese Abschlüsse dann zustande kommen, muss ich die auch haben wollen. Und sei es 1-1, sei es 2-2, sei es 3-3, also ich glaube, die kommen. Oh, ja, so auch von 1-1 bis 3-3. Aber das ist, finde ich, schon extrem wichtig zu betonen nochmal, dass es sehr viele Gleichzahlsituationen sind. Und in der ersten Szene, aus meiner, also mit Abstand, der beste 1-1 Open Court Spieler, den ich gesehen habe, ehrlich gesagt, mit Kostja Muschidi. Und das sind so Situationen, also da hat man ein gutes Gefühl, lässt man spielen. Also ich habe es nie gesagt, aber für uns hieß es, 1-1 muss er jedes Mal gehen. Das sind zwei Punkte oder Foul. 1-2 ist also schon eine ziemlich gute Quote bei 1-2. Bei 1-3 müssen wir ihn bremsen, weil der wollte auch, also der hat ja alles attackiert, wenn er in Transition war. Und selbst 1-3 konnte er allerdings nicht so jetzt mit den Top-Quoten, aber es war extrem, extrem stark und extrem große Part von unserem Spiel, ihm in 1-1-Situationen in Transition reinzubringen. Hier wäre eine 2-2-Situation, ja. Und wie ich gesagt habe, es ist viel mehr Platz da als im Halbfeld, als im 5-5. Wenn ich ein ganzes Feld hier, ob ihr es mit Push-Dribbling, Matisek mit der Außenspur und die haben das komplette Halbfeld für sich. Ja, das heißt, dass der jetzt Verteidiger Nummer 7 hier, der Verteidiger vom Passgeber, muss sich entscheiden, was er macht. Und so lange haben wir auch eine 1-1-Situation und attackieren. Hier auch 3-3-Situation mit der Außenspur Olinde und auch wieder Muschidi, glaube ich, auf der anderen Seite, also 3-3. Das sind die viel häufigere Situationen als Überzahl. Und die haben wir dann auch viel geübt mit in Transition-Spielen im Training. Ja, mit Überzahl, aber auch mit Gleichzahlspielen. Ja, wieder der Point Guard, Benetton in dem Falle, mit einem Push-Dribbling, zieht die Aufmerksamkeit der Defense auf sich. Währenddessen haben wir Olinde hier Außensprung, Muschidi ist schon vorne. Er findet ihn und jetzt haben wir wieder eine Überzahl, die wir danach aus dem 3-3 kreieren, weil der Point Guard Druck macht auf die Verteidigung. Okay, wieder eine 3-3 oder vielleicht sogar kann man es auch als 4-4 bezeichnen. Der Point Guard, der den Ball am Leben hält. Ja, dass wir, also jetzt könnte man ja sagen, mit drei Verteidiger hier ist die Transition eher abzubrechen, vielleicht ruhiger zu spielen.
durch sein Verzögern und durch die Übersicht, die er hat, dass Defense zwar da ist, aber extrem unsortiert und alle stehen in der Zone und achten auf den Ball, attackiert er weiter und damit hat er halt Außenpässe, hier zwei auf der Weak Side, das ist die Folie am Anfang von Fabian, ja, dass wir im Halbfeld und in Transition attackieren wollen, dass wir daraus einen Vorteil generieren. Und der Vorteil ist halt nicht immer am Korb und der Vorteil ist nicht immer in der Gleichzahl. Aber wir wollen das Tempo behalten, wir wollen weiter attackieren und hier einen freien Wurf ermöglichen. Wenn man da guckt, und das kommt gleich nochmal als extra Thema, warum diese Würfe auch für uns gut sind. Thema Safety, klar. Aber wir haben einen Trailer, der von oben kommt. Ja, dafür ist, kann der zum Safety gehen. Der Big als Trailer, der von oben kommt. Und das ist in Transition meistens so, dass wir als Offense von hinten mit Anlauf kommen, vorwärts laufen, während die Defense rückwärts läuft. Da ist Offensive Rebound auch eine sehr, oder die Chance auf den Offensive Rebound sehr gut, wenn man die Würfe nimmt. Ja, das ist auch dann das Thema. Auch wieder muss man sich vorher klar sein, dass man diese Würfe, wenn man sie findet, in der frühen Phase der Shot Clock auch nimmt, selbstbewusst nimmt und damit lebt, auch dass sie da sind, vor allem, also auch gerne damit lebt, weil wie daneben steht, die Rebound-Position oder die Spacing, überhaupt das Timing, das ganze Spiel spricht eher für eine gute Rebound-Situation und bessere Rebound-Situation als im Halbfeld. Ja, gute Außenspur. Und jetzt sehen wir, dass die Verteidiger alle zum Ball schauen. Das hat oder gibt die Möglichkeit, hier Krise auf der Weak Side zum Rebound zu gehen. Dem Spieler, der ein bisschen in between ist, also nicht so ganz außen, wie wir normalerweise hätten, zum Rebound zu gehen. Ja, den hätte auch keiner mehr ausgeboxt, weil einfach in der Rückwärtsbewegung nicht so sehr auf den Rebound geachtet wird oder auf die Rebound. Ja, nochmal die gleiche Szene, ja, sehr gute Außenspuren von Matisek. Dadurch ein freier Wurf. Ist auch wieder in diesem Spiel oder in dieser Situation war eine gute Phase, dann nimmt man oder fühlt man sich auch besser, nimmt die Würfe und solche Würfe sind ja extrem, wie man auch sieht, für die Mannschaft positiv, emotional und für die Gegner entsprechend nicht. Ja, hier ein Wurf oder eine Situation, die ich sehr, sehr gerne sehe. Also das ist jetzt vielleicht nicht so 100% Transition-Situation, aber von der Idee sagen wir immer, wenn wir auf der ersten, also die erste Attacke, die erste Seite, keinen Abschluss oder keine Möglichkeit haben, wollen wir nicht Tempo rausnehmen und abbrechen, sondern wir wollen die zweite, die andere Seite attackieren. Weil meistens ist es so, wenn ich jetzt auf dem Drive, wie gesagt, es ist keine typische Transition-Situation, aber wenn Olinde jetzt hier attackieren würde und alles zu ist, weil die Defense da im Weg steht und die Defense ist in Transition meistens sehr ballorientiert, dann ist auf der anderen Seite häufig was offen und die Würfe sind da. Ja, hier wieder das Gleiche. Jetzt noch ein Rückpass und wieder früher Wurf mit guten Offensive-Rebound-Möglichkeiten. Also es wäre eine Variante der sogenannten zweiten Welle, dieser Wurf von der Weak Side. Hier eine zweite Möglichkeit ist der sogenannte Trailer Cut, das heißt der Rebounder, der Einwerfer, der hinter dem Ball bleibt, beziehungsweise hier gleiche Höhe wie der Ball. Auch wieder sieht die Lücke unterm Korb und dann cuttet er von außen nach innen zum Korb. Auch da ganz gut zu sehen, das ist meistens, selbst im Halbfeld oder in Transition noch mehr, dass die Defense mit den Augen fast komplett auf dem Ball ist. Ja, da ergeben sich gute Möglichkeiten für einen Cut.
Also das ist etwas, was wir auch wollen, wenn wir sehen von außen, da ist ein Platz, weil der andere Spieler, wir haben ja meistens vier so Außenspieler und einen Endspieler, der, also der sogenannte der Rimrunner sein sollte, ist ja kein Rimrunner, sondern ist außen, nach außen gegangen, dann ergibt sich für diesen Trailer die Möglichkeit, wenn er sieht, da ist eine Lücke, auch da reinzulaufen. Und dann ergibt sich also für den Mann hinten, für den Verteidiger ist die Situation, gehe ich zu meinem Mann oder bleibe ich bei meinem Mann oder übernehme ich, dann wäre der Wurf frei. Er entscheidet sich aber für den Wurf zu vermeiden und dadurch halt einen ganz offenen Layer vom Brett abzugeben. Hier, was ich gesagt habe, erste Aktion gestoppt, zweite, das ist jetzt die U16 vom vergangenen Jahr, Pass nach außen, Attacke, auch der Rimrunner steht ein bisschen im Weg, aber die Defense sehr ballorientiert, ja fast alle an der Seite, dafür halt eine Riesenlücke auf der anderen Seite, in die der Trailer reinkattet, also die sieht und die reinkattet zum Korb. Mit dem nullten Schritt. Ja, was ich vorhin, hatten wir vorhin schon gesehen, dieser Weakside-Wurf, also nicht den Wurf, aber die Idee. Ja, schnelles Umschalten. Pass nach vorne, attackiert, sieht, dass er nicht durchkommt. Der Pass, den kattenden Spieler sieht er nicht. Es wäre ein Layup, aber er sieht, dass hier sehr viel Verteidigung in der Zone drin ist und dass auf der Weak Side ein Mitspieler freisteht für den offenen Wurf. Gut, das ist vielleicht also für mich eine der besten Szenen aus diesem Turnier, weil das ja genau das, was ich gesagt habe, alles dabei ist. Ja, dass wir nach dem Rebound Kopf nach oben haben, Blick nach vorne, schnellen Pass, dass wir versuchen zu attackieren, erkennen aber, dass es nicht geht und dass wir aber sehen, also hier in diesem Falle in Person von Jonas Wadisek, dass wir auf der Weak Side zwei Mann haben und mit dem Pass rüber diese Weak Side attackieren. Jetzt kommt noch auch sehr wichtiger Cut, der dafür sorgt, dass die gesamte Defense reingezogen wird in die Zone, um das Anspiel und das Brett zu bringen. Und dann kommt der Trailer, der Rebounder in dem Falle und hat einen ganz offenen Wurf. Also das wären so die, oder sind so die Situationen, die wir versucht haben zu erzwingen, zu kreieren, um einfache Punkte, nenne ich sie mal, zu erzielen. Und jetzt zum Abschluss würde ich einfach ein paar Situationen vorstellen, wie wir denn, wenn wir diese Möglichkeit nicht hatten, wie wir ins Halbfeld übergegangen sind, auch von der U16 und der U20. Gibt es was dazwischen? Momentan sind keine Fragen. Okay. Sind auch alle müde und dann mache ich diese Sachen noch durch. Sobald was ist, sage ich dir Bescheid. Also U16, wie gesagt, vom letzten Sommer, man sieht, da ist auch keine Möglichkeit für einen schnellen Abschluss. Eine Sache ist der Swing Pass und dann von der anderen Seite wieder zu attackieren. Also das ist etwas, was wir aber auch alle wollen, nicht nur die U16, wovon ich geredet habe. Wenn eine Sache verteidigt wird, eine Seite, dass wir die andere Seite nehmen und dann attackieren. Jetzt muss der Spieler hier ist ja auch ein Münchner, Mike, oder ein Bayern-Spieler. Jetzt muss er den Verteidiger natürlich auch lesen, kommt er zu Hilfe, dann ist der Pass frei. Oder kommt er nicht zu Hilfe, dann kann er attackieren. Linkskorbleger, Markus. Ne? Das ist jetzt die U20, das wäre ja unser Weiterspielen aus dieser Situation, aus diesem Swing, ja, dass wir einen Side Pick and Roll mit dem anschließenden Pick and Roll oben, beziehungsweise bei uns haben wir sehr viel mit Pick and Pop gearbeitet. Wir hatten eigentlich nur einen Spieler, der wirklich rollte,
während die anderen eher Pick and Pop, dafür halt der Side Pick and Roll Spieler weiterrollt und zum Korb kommt. Also hier in der Situation, er geht runter und dann geht er unter den Korb, während der zweite eher Pick and Pop spielt, weil er gerne mit dem Gesicht oder besser mit dem Gesicht zum Korb agiert. Das war unsere Fortsetzung aus dem Swing. Also nochmal das Gleiche oder die gleiche Situation, nicht das gleiche Video. Wieder Pick and Pop und wieder dieser Cut entlang der Grundlinie, den wir da gefunden haben. Zweite Möglichkeit des Weiterspielens oder des nicht nur Weiterspielens, sondern des überhaupt des Transition-Spiels ist der Drag Screen. Ja. Weite Aufstellung. Wir haben keine Überzahl. Und dann kommt der zweite Trailer zum Block. Er rollt runter, während der andere Big, nennen wir ihn mal, hochkommt. Und dann ist das der erste Vorteil, den wir haben. Und den wollen wir halt weiterspielen oder den wollen wir spielen und weiter erzwingen. Jetzt muss er mit dem, also hier mit gerade gesehenen Jacob Patrick, der seinem Gegenspieler schlägt, den Verteidiger von Hanzalek zu sich zieht und einen ganz freien Wurf ermöglicht. Also das so das Prinzip, wollen Vorteil generieren und diesen dann spielen, diesen dann nutzen, bis zum freien Wurf. Und das ist jetzt die Variante. Also wir haben das ja auch ähnlich gemacht. Ihr habt jetzt gesehen, Variante Swing, wenn der Ball zum zweiten Trailer geht und die andere Seite attackiert wird. Die Variante Drag, wenn der zweite Trailer zum Block kommt, also zum direkten Block kommt und daraus spielt. Und hier ist die Variante, die U16 Pistol genannt hat, wenn der Ball auf der gleichen Seite bleibt und dann mit Handoff gespielt wird auf der gleichen Seite. Also wir haben auch nicht die Option, aber von der Idee war das auch, je nachdem, wohin der Ball sich bewegt, dann spielen wir entsprechend weiter. Also sie haben aus dem Handoff und dann kam der Spieler zum Pick and Roll. Also sind relativ einfache, wie anfangs schon da stand, einfache Situationen. Hier ist Pick and Roll Switch, Inside gibt es ein Mismatch, entscheidet aber nicht zu finden, sondern mit dem Drive zu spielen, zieht aber die gesamte Verteidigung rein und spielen dann 2-gegen-1 auf der Weak Side, was sie sehr gut ausspielen mit einem Extra Pass und Closeout. Das ist nochmal die gleiche Spielzug, ja, wo der Verteidiger drunter geht und dann kommt ein Rescreen für den Drive von Benny Schröder. Also gegen Rescreen ist halt Wurf oder Rescreen beim drunter gehen, Benny eher mit dem Drive. Und attackiert den Big. Ist ziemlich gut im Abschluss am Brett. Da spielt man halt auch auf seine Stärken. Während die folgende Situation, wieder die gleiche Situation, gleiche Verteidigung, aber ein Werfer da mit Jacob, der das sieht, dass der Verteidiger drunter geht und sofort abdrückt. Also das ist natürlich am Ende das Entscheidende, was für Spieler haben wir und was sind die Stärken, worauf spielen wir. So, das ist jetzt, das wäre mein Vortrag. Wie gesagt, fiel mir auf, dass ich unfassbar viele bayerische Spieler hatte, die in der Aktion waren, was ja auch ganz passend ist. Das war jetzt aber auch keine Provokation, dass am Ende Jacob Patrick, der gerade Bayern rausgeschmissen hat, auch noch dabei ist. Aber hat sich so ergeben. Es gibt eine Frage, und zwar Martin hat sie. Martin, du müsstest jetzt sie stellen können.
scheint nicht zu funktionieren, das Mikrofon. Dann lese ich sie mal vor. Sind bewegte Blöcke in der Early Offense ein Problem? Also, kannst du es Martin ein bisschen erläutern? Martin? Ja, ich verstehe die Frage, aber ich überlege die Antwort gerade. sonst würde ich nicht so lange überlegen. Es ist mir nicht aufgefallen, dass wir jetzt so. Okay. Weil alle bewegen sich und dann steht man natürlich auch nicht so sauber, wie das sein soll. Ja, aber also hatten wir jetzt nicht so viele Probleme, glaube ich. Also das ist auch extrem unterschiedlich, wer pfeift am Ende, aber eigentlich, wenn ich jetzt an bewegte Blöcke denke, ist eher im Halbfeld sogar abgepfiffen worden als im Transition, weil im Transition sind es auch häufig, da alles schnell ist, sind es ja auch keine richtigen Blöcke, sondern eher so hinstellen und dann schnell rennen. Je nachdem. Also ich hatte keine Probleme, um das nochmal mit einer Frage, mit einem Satz zu beantworten. Martin Blank hat nochmal eine Frage. Die habe ich gelesen, aber kann er natürlich auch sagen. Ich glaube, der hat kein Mikrofon oder zumindest. Ich sehe sie auch, also wenn das den Außenspuren. Okay. Also die sollen immer bis zur Grundlinie durchlaufen. Also die Idee ist, dass sie schnell nach außen rennen, wenn wir sie finden können, früh, dass wir sie finden. Und dass die dann vom Flügel oder von der Mittellinie, von wo auch immer, attackieren. Aber wenn der Pass nicht kommt, dass sie nicht an der Dreierlinie oder auf dem Flügel, auf der Flügelposition verweilen, sondern dass sie dann in die Ecke gehen und damit die Verteidigung auseinanderziehen. Weil ich hatte einmal, aber vielleicht nicht so ganz genau gesagt, ein großer Punkt in unserer Transition Offense ist, dass wir Platz zum Attackieren für alle geben. Deswegen versuchen wir, die Abstände zwischen den einzelnen Spielern größer zu halten. Und daher wollen wir auch immer wenn der Ball nicht kommt, nicht warten auf den Flügel, sondern weiterlaufen und zwar wirklich bis zur Ecke, um eben dem Guard dann mit Ball beide Seiten offen zu lassen, ob er durch die Mitte penetriert oder an der Seite. Scheinen bis jetzt die Fragen gewesen zu sein. Ich würde da noch ein paar Minuten geben. Ich hätte noch eine grundsätzliche Frage, also wieder zum Thema am Anfang, was du gesagt hast, Entscheidung ja, nein. Es ist schwer, beziehungsweise oft so, dass viele Argumente kommen, wieso soll ich rennen, Turnovers und erhöhen. Oft ist es so, dass man dann auch Pässe verschiedener Art verhindert, weil sie dann zu Turnover führen. Welche Argumente hättest du zu sagen, okay, es lohnt sich, dass, wenn du da drei, vier Punkte aufzählen kannst, wo du sagst, deswegen lohnt es sich, dieses Risiko in Kauf zu nehmen und würdest trotzdem es machen? Naja, also ich würde das anders sagen. Also die Frage, vielleicht natürlich schlecht, wenn ich damit anfange, aber die Frage stellt sich für mich eher dann später, also im späteren Altersgruppen und das ist so eine taktische Frage, wie gewinne ich Spiele? Aber wenn ich ein Jugendtrainer bin, dann ist das für mich keine Frage, sondern ich muss das reinbringen. Ich muss erstmal die Kinder dazu bringen, schnell zu spielen. Für alles. Also um im hohen Tempo agieren zu können, technisch, im hohen Tempo Entscheidungen zu treffen und alles einfach sich zu gewöhnen, zu rennen. Weil das ist zum Beispiel ein Unterschied. Wir holen zwar auf, finde ich, später, aber früh, so 12, 14, wenn man in welche internationale Turniere geht, sieht, ist ja auch egal jetzt die Qualität, aber erstmal das Tempo und diese Mentalität, die Bereitschaft zu rennen, ist schon anders. Und da muss ich einen deutschen Handball-Bund-Trainer oder Bundestrainer zitieren, mit dem wir letztens sprachen. Er hat sich zwar zu Landestrainern im Handball natürlich geäußert, aber ich glaube, es gilt für uns und für alle Jugendtrainer, wir sind
keine Wettkampftrainer, wir sind Ausbildungstrainer. Und das ist halt natürlich, also je jünger, desto mehr Erfolg werde ich im Wettkampf haben, wenn ich keinen Transition laufe, weil, also je jünger, desto mehr Ballverluste wird es geben. Aber das ist für mich keine Frage. Wie ich gesagt habe, das ist ja für uns eigentlich auch eher unschlau, dass wir für eine Europameisterschaft die 7 Spiele, 9 Tage, also die wirklich kräftezehrend ist, dass wir Transition forcieren. Wir könnten diese knappe Zeit deutlich, na, besser ist falsch, aber so für unser Wettkampf vielleicht effizienter nutzen, indem wir Halbfeld oder Verteidigung oder was auch immer üben. Aber ich will das nicht, weil, wie gesagt, ich finde, das Spiel gehört ja, also das Spielen zu können gehört dazu, sonst kann ich einfach nicht mitmachen. Also grundsätzlich. Dazu noch eine weitere Frage. Es geht ja, gerade sind wir dabei, auch sehr viel im Passen zu machen, einhändig und so weiter. Es geht ja auch dann die nächste Stufe, welche Pässe erlaube ich in Transition, welche sind riskant, welche trainiere ich. Wie siehst du das da diesbezogen? War ja gerade auch davor so ein bisschen die Frage, dass es ein riskanter Pass. Na, ich erlaube alle Pässe, also dann müssen wir, ich glaube, dass die Spieler auch schon ganz, erstens die probieren müssen, zweitens auch ganz gut sind, um sich selber einzuschätzen. Grundsätzlich habe ich persönlich immer lieber die Pässe entlang der Linie als quer, also quer übers Feld, wo halt viele Hände im Weg sein können. Und das so, was jetzt von der Idee, was erlaube ich, was nicht. Also das so für mich wichtig halt, dass sie eher entlang der Linie gehen und nicht quer. Aber so von der Art und Weise gibt es keine jetzt Verbote sozusagen. Muss man halt üben und jeder hat ja seine Pässe oder seine Art zu passen. Danke. Alexander hat noch eine Frage. Alexander, jetzt müsstest du sie stellen. Ja, servus. Also in welcher Altersgruppe man mit Transition anfängt, ist ja klar, so früh wie es geht. Aber mit welcher Transition würdest du denn anfangen? Gut, ich sage immer, bei solcher Art von Fragen, ich bin wirklich nicht gut darin, so jüngere Altersklassen gut einschätzen zu können. Also ich würde erstmal anfangen mit schnell spielen und rennen und dann 1-1, oder dann wird es halt wild. Also es geht ja wirklich nur darum, erstmal zu rennen. Und dann wird es ja wahrscheinlich, oder ist es so, dass man am Anfang, der den Ball hat, der wird rennen mit dem Ball, die anderen werden ohne Ball rennen, hin und zurück. Aber ich glaube, das ist schon ein Anfang, auch diese Art und Weise. Also das soll jetzt nicht in der jüngsten Altersklassen so eine organisierte und mit Spuren und so weiter Transition. Es geht wirklich um Gewohnheit zu rennen und schnell zu spielen. Und das würde ich sehr jung anfangen. Wann denn Spuren kommen? Also ehrlich gesagt, ich mache in meinen Mannschaften selten wirklich Spuren. Wir sagen erstmal, okay, mir ist viel lieber, du rennst schnell, als dass du irgendwie zu einer bestimmten Spur rennst. Und wenn zwei Leute rechts sind, dann laufen die halt beide rechts, bevor sie irgendwie kreuz und quer durch die Gegend laufen. Also ich bin jetzt nicht der große Freund von die ganz klaren, weil ich finde, je klarer und je strenger die Spuren sind, desto langsamer wird es ja wiederum, weil du dann wieder denken musst, wo muss ich denn eigentlich hin, anstatt dich zu beschäftigen, okay, ich will nach vorne rennen und will den Ball bekommen und dann abschließen. Von daher ist eine schwere Frage, nicht zu früh dann mit organisierten Transition, aber mit schnell und wie gesagt, rennen so früh wie möglich, und da muss man langsam die dran gewöhnen. Okay, schnell heißt aber auch, dass wenn jemand vor mir ist, dass ich passe und solche Situationen herzustellen. Also da so langsam zu logisch aufzubauen, nenne ich es mal, und nicht mit System, so wollen wir alle 5 rennen, sondern worauf gucke ich, wann kann ich passen, wann kann ich nicht passen, was mache ich, wenn jemand vor mir steht, was mache ich, wenn keiner vor mir steht, dann halt selber und so weiter und so fort. Aber jung. Gut, super, danke. Hat mich bestätigt. Sehr gut, freut mich. Ich würde aber, das ist jetzt kein Thema, aber war vorhin mit dem Safety. Ich glaube, ich würde in jungen Jahren auch alle 5 zum Physio-Run schicken, zum Beispiel, und vielleicht auch ein bisschen sogar älter als nur jung, um einfach auch diese Gewohnheit zu entwickeln.
Dann aber natürlich auf Kosten des, einen oder anderen Fastbreaks oder beziehungsweise Einzelkorblegers von deiner Mannschaft. Das ist halt der Nachteil. Aber ich finde, die einfach so aktiv sein und was machen, extrem wichtig. Und selbst wenn es nicht das Schlaueste ist, aber einfach so eine Idee haben, etwas zu machen, finde ich für Junge, für Kinder extrem wichtig. Also nicht rumstehen. Und wie gesagt, in jungen Jahren würde ich auch nicht sagen, jetzt sind wir safety, sondern okay, ich will diesen Ball. Wir spielen eigentlich alle, wo wir einen Ball haben wollen, also gehe ich hin und hole ihn mir. Gut, scheinen die Fragen gewesen zu sein. Danke Alan für den Vortrag. Fand es wieder sehr interessant. Auch ein paar Sachen für mich wieder mitgenommen. Danke euch allen, dass ihr jetzt 14 Mal dabei wart. Wir werden, ich wiederhole es eigentlich für mich, eher ist es so eine coole Zahl, wo wir gesagt haben, wir wollen es 14 Mal schaffen. Und ihr habt es natürlich, weil ihr so ein Interesse hattet, auch das möglich gemacht. Wir haben uns entschieden auf Basis eures Feedbacks, dass wir von nun an jeden zweiten Montag im Monat die Coach-Klinik weiterführen, also einmal im Monat, außer jetzt den August, wo dann Ferien sind, beziehungsweise viele dann weg sind. Wir starten die neue Reihe mit Fabian Filmeter, der auch Bundestrainer ist, mit dem Thema Spielerprofil Off-Ball Guards. Das Ganze findet ab dann um 19 Uhr. Das war die Uhrzeit, die meisten von euch zugesagt haben. Also montags immer zweiter Montag im Monat. Wir haben auch weitere Trainer eingeplant. Es ist schwierig, so weit im Voraus zu planen. Deswegen stellen wir sie noch nicht online. Aber wir haben da für die 2-3 Monate, die kommen, also September, Oktober, schon Leute, die zugesagt haben, natürlich mit der Voraussetzung, dass es dann passt. Was noch wichtig ist, danke für die Themen, die ihr uns genannt habt. Wir haben eure Rückmeldung analysiert und haben selber viele Themen gefunden, die wir nicht angesprochen haben. Die werden wir ansprechen, zum Beispiel Defense. Da werden wir auch gezielt schauen, dass das auch nochmal vorkommt. Also da habt ihr uns sehr viel Feedback gegeben und gerne weiterhin Feedback geben, um dann auch weiter besser das Ganze zu planen. Markus, habe ich was vergessen? Normalerweise ist es anders, nur. Ne? Ich glaube, du hast alles abgedeckt. Nochmal vielen Dank, Alan, auch von meiner Seite. Und danke an alle Teilnehmer für das Feedback, für euer Enthusiasmus bei der ganzen Sache. Und wir hoffen, wir können das so weiterführen. Wir haben ja am Anfang gesagt, was wir aus dieser Sache erhoffen, ist eine Art Trainergemeinschaft auch aufzubauen und Inhalte auszutauschen. Ich glaube, Inhalte haben wir viele ausgetauscht, aber wir haben es auch wirklich geschafft, durch eure Teilnahme und Engagement, wie gesagt, auch eine Art Trainergemeinschaft aufzubauen, glaube ich. Und würde mich freuen, wenn wir das weitermachen. Und auch, wenn wir jetzt wieder in die Hallen können, dass wir das auch in Person machen können und uns in Person austauschen können. Super, dann danke euch allen, wünsche euch ein schönes Wochenende. Danke nochmal, Alan. Und dann bis zum 13.07., wo dann Fabian Filmeter der Erste ist in der neuen Reihe einmal pro Monat. Danke euch. Ciao.